Hi Leute, hier ist wieder eure Skyrim zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 3. Im letzten Part waren wir mit der Leviathan weiter unterwegs und sind jetzt, wir waren dann halt auf einer Sandinsel, wir waren noch auf einer anderen kleinen Insel, jetzt wollen wir noch zu ein paar Inseln. Ich habe mir jetzt überlegt, wir gucken uns jetzt erstmal in diesem Part alle Inseln in der Nähe vom Archipel an, die wir erreichen können. Ich hoffe, dass es noch ein paar gibt. Ich habe die schon auf der Karte vorher ausgescoutet. Also, ich bin sie nicht abgefahren. Ich bin wirklich nur auf der Karte durchgegangen. Ah, das könnte potenziell was sein. Das könnte potenziell was sein. Und das auch. So, Moment. Hier können wir Pause machen. Weil da ist ein Gang. Das heißt, da wird es was geben. Und hier kannst du auch nochmal tauchen. Super. Gleich was gefunden. Das war schnell. Also ich habe das Schiff auch nochmal gedreht. Das war aber, glaube ich, das Einzige, was ich zwischen dem letzten Part und diesem gemacht habe. So, dann erstmal hier die Jakobsmuscheln will ich haben. Miesmuscheln sind es diesmal. Okay, hier ist nichts. Hier ist nur Sonne. Hier sind doch mit Sicherheit Krabben. Nee? Oh, wundert mich. Wundert mich, ehrlich gesagt. Oh, was haben wir hier? Ei! Hört ihr wohl auf? Wie fies. So. Sehr schön. Einmal hier. Mhm. So, was haben wir? Ah! Oh, ich habe schon wieder Auf- und Abtauchen wieder durcheinander gebracht. Tut mir leid. So. Hier haben wir noch was, aber immer noch keine. Moment, ist das eine Kiste? Das ist... Ah nee, es war ein Hummer. Ach. Ganz, ganz falsch geguckt. War echt erstaunlich, was man hier so alles findet unter Wasser. Wow. Da waren auch gerade ein paar Flaschen drin. Hier ist aber auch verdammt viel Geld. Wow. Mal sehen, was können wir denn hier noch ein bisschen machen? Mehr Blitz vielleicht? Vielleicht noch mehr Eis? Das ist vielleicht noch eine Idee. Dich machen wir mal mit ein bisschen roher Gewalt fertig. So, noch ein Lunastein. Sehr schön. Hatte eigentlich mehr auf Krabben gehofft. Sehr schade. Aber gut. Ich nehme natürlich, was ich kriegen kann, ne? Oh! Hier ist noch... Ah! Hier ist das, was ich gesucht habe. Hilfe fürs Schiff. Sehr schön. Okay. Ah! Jetzt sind wir tatsächlich in einem umgedrehten Schiffswrack. Alter! Das ist ja mal... Wie die hier mit der Vertikalität spielen, sowas mag ich. Natürlich ist es umso verwirrender für mich. Nee, hier geht's wieder raus. Das wollte ich jetzt nicht. So, was haben wir hier? Noch ganz viel Geld. Hier ist jetzt nichts weiter. Hier auch nicht. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier. Wow, ein Zwielichtkristall. Einfach so random. So. Oh, ich denke, wir schwimmen hier am besten wieder raus. Ja, weil hier waren wir noch nicht. Hier sind doch noch ein paar Sachen, die ich einsammeln konnte. Mhm.
Ich tauche hier mal wieder auf. Ja doch, hier geht's noch mal ein Stückchen höher. Hier ist noch so ein anderer Bereich. Interessant. Also ich muss sagen, das hier ist sehr interessant aufgebaut, wirklich. Man hat irgendwie immer was Neues. Ah, hier ist sogar noch mehr. Wow. Das hier ist echt so ein kleines... Das ist echt so eine schöne kleine Schatzsuche. Und ein kosmischer Anhänger gibt es auch noch als Belohnung. Das nenne ich doch mal sehr sportlich, was wir hier alles gefunden haben. So. Wie es damit steht, ja, wir müssten irgendwo hochkommen, damit wir runterspringen können. Och, Goofy. Wow. Das war jetzt so nicht geplant. Ja, Goofy, ich weiß. Ich habe dich schon beim ersten Mal gehört. So, kommt jetzt erstmal her, ihr Zipfler. Kaum zu glauben, dass Donald ein höheres Level als wir hat. So. So, mal sehen. Hier noch irgendwas, wo man sich ein bisschen umgucken kann. Nee, hier ist soweit nichts. Aber wo kann ich denn hoch genug kommen, dass... Muss ich da wirklich hier hoch irgendwo? Nee. Dann müsste ich wirklich von weiter oben hochspringen. Ob ich das hier hinkriege? Ich kann es ja mal versuchen, mit einem freien Fluss hier so hoch zu klettern, aber ich glaube jetzt nicht so wirklich dran. Ui! Hey, ja! Lässt du mich mal höher? Och, ich fall runter! Nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht runterfallen. Sora, du sollst da hochspringen! Dankeschön, Sora. Ach. Okay. Ganz ruhig, Scarlett. Das kriegst du hin. Das ist doch nur ein bisschen blödes Umspringen. Also von welcher Richtung muss ich darauf? Sieht so aus, als wenn ich von dieser muss. Ich hatte es fast, ich hatte es fast. Los, los, Sora, nein! Nicht runterfallen! Shit! Falsche Richtung! Also, wie komme ich da jetzt hoch, ohne dass es stresst? Vielleicht mit dem... Komme ich da vielleicht mit dem Windschritt hin? Nee, mit dem Windschritt komme ich natürlich nicht hin. Oh, es ist doch scheiße. Ob ich das vielleicht offscreen machen sollte? Ja. Ah! Das regt mich auf. Nee, das mache ich irgendwann offscreen. Boah, nee, das kotzt mich jetzt hier gerade an. Ich glaube, wenn ich das doch weiter gemacht hätte jetzt, dann wäre der Controller geflogen. Und das wäre nicht gut. Weil das ist hier ein extra Kabel gebundener und... Ey, Lucky Emblem! Lucky Emblem, lass mich hoch. Lass mich hoch. Ich will das Lucky Emblem fotografieren. Wir haben hier sowieso in der Karibik bislang kaum gefunden. Ich hab jetzt schon eh Schiss, dass wir, wenn es soweit ist, ganz viele Lucky Emblems nachholen müssen hier. Och. Das wird ein Spaß. Na gut. Kann ich hier in Zukunft wieder her skippen? Ja, kann ich. Super. So, wo wäre jetzt die nächste Insel? Nach unten. Okay. Ich müsste mich jetzt nach rechts lehnen und dann nach unten. Alles klar. Prepare to set sail.
Ungefähr hier hin. Oh nee, das ist wieder so ein Felsending, oder? Da kann ich gar nicht hin. Oder kann ich da doch hin? Ich habe keine Ahnung. Erstmal machen wir hier die Schiffe. Wir bekommen hier gerade so richtig auf die Fresse. Muss mal die hier erstmal erledigen. Alter, ich hatte die direkt vor der Nase. Wenn ich die jetzt nicht getroffen hätte, dann hätte ich an meiner Sehkraft noch mehr gezweifelt als sonst eh schon. Jawohl. Ah, ich mag den Windjäger, der ist witzig. So. So. Sehr gut. Sind wir jetzt da? Ja, das ist es. Aber hier ist nichts. Nee, dann pendeln wir uns mal auf das große Ding da ein. Oh! Das scheint sogar eine etwas schlimmere Geschichte hier zu sein. Ich glaube, wir müssen hier weg. Vor allen Dingen, die Musik klingt auch so richtig, richtig bösartig. Oh nein! Shit. Ja, wir sind gerade verreckt. Es ist doch toll. Und, ach, dieses Bild, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Na gut, dann lad mal weiter. Sehr schön. Jetzt sind wir, glaube ich. Ja, ich weiß, dass der richtige Jack uns braucht. So, wir halten uns also am besten von dem Bereich hier fern. Ich sehe noch mal kurz die Karte ein. Dann werden wir einfach mal in diese Richtung gehen. Das ist in der Nähe vom Archipel. Das sollte nicht ganz so schlimm werden, wenn wir in die Richtung segeln. Auf jeden Fall weg von diesen... Okay, die grünen können wir machen, das ist kein Problem. Aber dieses rote Dings, da habe ich viel zu viel Angst vor. Jetzt mal im Ernst. So. Sehr gut. So. Schön nochmal Lock-on gemacht und erledigt. Ah, der Wasserwall ist hier nützlich. Der ist hier verdammt nützlich. Oh, come on. Yes. Wie ich... Donald, ich erwarte jetzt auch nicht, dass du gerade hier das Schiff vernünftig steuerst, wenn hier die ganze Zeit Boote sind. Ich finde das nicht fair von ihm. Ich finde das jetzt echt nicht fair von ihm. Ich muss hier nebenbei eine Seeschlacht machen und steuern und dann, ja. Er könnte ja dann wenigstens so ein Signal geben wie, da sind Felsen, anstatt einfach nur zu schreien, pass doch auf, wo du hinfährst. Man kann das auch ein bisschen freundlicher sagen. Der Ton macht da die Musik. Hm? Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen sauer geworden bin auf Donald, aber das war... gar nicht freundlich, ey. Ja, das
So kann man es auch machen. We need to go and prepare, or we're only getting away. So, jetzt muss auch keiner mehr das Deck schrubben. Sauber genug ist es. So, ich höre jetzt mal. Oh Mann! Ich will an Land. Ich bin kein Pirat, ich bin eine Landratte. Ich will an Land. So. Kann ich jetzt mal... Ach nee. Goofy, ich sehe das auch. Ich habe mich nur umdrehen müssen, damit ich besser schießen kann. So, und jetzt machen wir das mal mit einer Flutwelle. Und wusch! Ich hoffe doch, jetzt kann ich in Ruhe zum Mogri. Und generell auch mal so ein bisschen wieder an Land. So, sehr schön. Ja, jetzt will ich mal wissen, was das Archipel so für Sachen hat. Sag mal, kann ich jetzt tauchen? Dankeschön. So, dann gebe ich jetzt auch noch mal ganz kurz meine Sachen ab. Gucke mir auch nochmal an. Huh. Okay. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich das alles machen werde. Okay, die Palmen haben nichts. Hat die was? Nein. Hier sind nur Zutaten. Mai-Ritterlinge, ja. Na, ob es hier unten noch Dings gibt, Krabben. Also nicht diese Krabben, ich meinte die weißen Krabben. Spiel, da hast du mich wohl ein bisschen missverstanden. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, etwas höher bitte. Sehr schön. Alter, wie böse Donald mich gerade angeguckt hat. Boah. Welche Laus ist dir denn schon wieder über die Leber gelaufen? Muscheln. Oh, da ist ein Manta. Den gucke ich mir gleich an. Vielleicht fungiert er ja so wie in Dream Drop Distance, dass er uns ein bisschen durch die Gegend fährt und wir Zeit sparen. Oder wie eine geheime Schatztruhe erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Ah, das wäre schön. Wo ist denn der Manta hin? Wo ist mein Manta hin? Oh, jetzt ist er weg. Boah, jetzt bin ich pissed. Sehr schön. Mal angreifen.
Bislang sehe ich hier noch nicht eine weiße Krabbe. Das ist sehr verwirrend, tatsächlich. Weil ich hätte damit gerechnet, dass man mehr von denen auch hier im Archipel findet. Weil so hat man ja gar keinen Anreiz, hierher zurückzufahren und weiß das vorher gar nicht. Das ist voll die Enttäuschung. Also ich hoffe, wir finden wenigstens noch ein paar. Ich bin aber ehrlich, ich verstehe den Sinn dahinter, aber es fühlt sich ein bisschen gestreckt an. Das ist allerdings Meckern auf hohem Niveau. Ich halte meine Fresse. Ich halte meine Fresse über den Spruch. Donald kann dafür nichts, dass die zu blöd waren, mehr Voicelines aufzunehmen. Es ist ja nicht das einzige Spiel, wo sie es gemacht haben. Ich habe da so einige Geschichten von einem gewissen Final Fantasy gehört, wo das auch passiert ist. Hust, hust. So. Absolut nichts. Absolut tote Hose. Das gibt's doch nicht. Absolut tote Hose. Meine Güte. Das ist sehr schade. Wie viele Fische sind das? So, dann machen wir mal weiter, bevor hier noch... Na komm schon. Bevor das hier noch krasser wird. Na komm her. Los. Wow. Toll. Donald war schneller als ich, aber wir haben beide geheilt. So. So, du jetzt auf einmal noch. Da ist noch der letzte. Und Donald hat ihn gekillt. Also wie gesagt, Donald, du kannst nichts dafür, dass du immer diesen blöden Spruch sagst. Aber es nervt. Ich weiß. Viel zu viele Quallen. Ich glaube, wir müssten mal SpongeBob hierher schicken. Der würde sich freuen über die ganzen Quallenfischen. Ja, Entschuldigung, der Witz musste sein. Ich konnte ihn mir nicht verkneifen. Wieso stelle ich mir jetzt vor, wie SpongeBob hier durch die Höhle rennt und dann so Quallenfischen, Quallenfischen. Oh Gott. Ich bin manchmal echt doof. So, ich versuche die natürliche Umgebung der Quallen nicht zu sehr zu stören. Ich versuche natürlich hier auch irgendwie rauszukommen. Weil wenn ich hier sowieso nichts finde, dann will ich auch nicht ewig hier bleiben. Außerdem ist der Part hier schon fast wieder 25 Minuten. Ich habe nichts geschafft. Nur erkundet, erkundet, erkundet. Das ist voll ärgerlich. Los, komm her, du. Oh, weg mit dir. Okay, da scheibe ich jetzt mal drauf. So. Hier ist eh ein Speicherpunkt. Wenn ich also jetzt mit den HP in den roten Bereich gekommen wäre, wäre das furzpiepegal gewesen.